Bin hier gerade angekommen. Das ist die Schleuse hier in Rüdersdorf. Die werde ich die Tage dann sowieso nochmal zeigen. Ah, ist ganz schön. Ich hätte auch noch eine Station weiterfahren können, dann wäre ich direkt an der Klinik gewesen. Aber ich bin eine früher ausgestiegen, um noch kurz zu laufen. Ich bin sowieso zu früh dran. Ich hätte eigentlich ein Zugticket bekommen, aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Und jetzt habe ich mir einfach selber ein Zugticket geholt. Das war ja eh hier in Berlin im C-Bereich noch. Keine große Sache. Ich kenne mich ja hier auch aus, bin auch noch zu früh dran, wie gesagt, und werde jetzt gleich mal den Weg da hochlaufen. Und dann bin ich auch schon an der Klinik. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Das ist jetzt der Weg, ich bin gerade so ein bisschen außer Atem. Das ist jetzt der Weg hier hoch zur Klinik. Hier sind meine Sachen. Ich habe noch ein Stativ und meinen Rucksack. Und hier geht es einfach gerade vor. Und in der Kurve dahinter irgendwann kommt dann die Klinik. Den Weg bin ich damals auch schon so oft hoch und runter gelatscht. Ich durfte ja damals kein Fahrrad fahren wegen dem Stoma noch und wegen der OP, weil die noch nicht so lange zurück lag. Ich hoffe, dieses Mal kriege ich mal ein Fahrrad. Das wäre echt ganz cool. Das war vielleicht doch nicht die beste Idee, vorher schon auszusteigen. Ich meine, es ist jetzt nicht mega weit, aber mein Koffer ist doch recht schwer. Ich bin froh, dass ich ihn ziehen kann. Aber egal. Laufen ist nicht gerade ungesund. Kleine Bewegung kann nicht schaden. Und dann komme ich, wie gesagt, gleich an. Dann kann man gleich mal das Gebäude sehen. Dann muss ich mich sowieso anmelden und noch warten. Und dann kommt man aufs Zimmer und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, deswegen. Und da sind wir auch schon. Das ist das Gebäude, Klinik am See. Das Coole ist, dass ich mich halt echt schon gut auskenne, vom Prinzip her. Das letzte Mal war ich echt gut aufgeregt gewesen, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich kam aus dem Krankenhaus, nicht direkt, aber so einen Monat später und wusste gar nicht. Und dann habe ich erstmal festgestellt, wie schön das hier sein kann. Jetzt gehen wir dann erstmal rein. So, endlich angekommen. Ich bin in meinem Zimmer. Ich werde das gleich noch zeigen. Keine Frage. Vorher kurz gesagt, ich bin jetzt erstmal durch die Anmeldung durchgegangen. Es hat jetzt doch noch eine Weile gedauert. Ziemlich lange sitzen. Zum Glück hatte ich heute Morgen noch gar nichts gegessen. Ich kann mich auch gerade überhaupt nicht konzentrieren, weil ich nichts gegessen habe. Weil ich halt, wie gesagt, die Zugfahrt und so weiter, das war mir nichts. Wollte ich die mal weglassen, bevor ich da irgendwie noch oft auf Toilette muss. Auch wenn die Fahrt gar nicht so lang ist. Aber naja, man kann recht schnell doof dastehen. Und jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr konzentrieren. Es ist jetzt bald 11:30 Uhr. Geht dann bald zum Mittagessen schon, das ist ganz gut. Jetzt hatte ich vorher aber noch ein Gespräch mit der Schwester gehabt, die ist auch mega nett. Lustigerweise, eine Frau kannte mich auch noch, die hat meinen Nachnamen wiederum erkannt. Und ich habe halt auch schon erzählt, dass ich jetzt das zweite Mal da bin, beziehungsweise wussten die das aber auch schon. Aber sie hatte mich dann wirklich auch erkannt, fand ich ganz witzig. Habe sie aber auch erkannt. Dann habe ich mit der Schwester gesprochen. Da geht man halt so ein paar Punkte noch durch, gibt seine Unterlagen ab. Ich habe dummerweise meine Arztbriefe vergessen, aber die hatten schon das Aktuellste, haben sie sich wahrscheinlich vom Krankenhaus halt direkt geholt oder geben lassen, fand ich ganz gut. Sonst hätte ich jetzt nochmal nach Hause fahren müssen oder so, das wäre blöd gewesen. Ich habe das leider total vergessen, mein Fehler, aber hat man ja nochmal hinbekommen. Und dann wurde heute auch schon direkt mal Blutdruck gemessen und halt Gewicht gemessen. Das muss ich sowieso alle paar Tage machen, aber darauf werde ich auch nochmal eingehen. Und dann wurde mir halt so ein bisschen nochmal das Haus gezeigt, also ganz kurz auf so einem Plan, wo sind die Aufzüge, Fluchtwege. Ich kenne mich ja eigentlich noch wirklich gut aus. Ein paar Sachen habe ich halt vergessen. Ich kann euch auch gleich mal diesen Plan zeigen, den es halt jede Woche gibt, den man aber auch individualisieren kann. Das werde ich dann auch bald mal machen. Und ansonsten geht es jetzt gleich, was steht hier? Kosthinweise im Seminarraum. Ich könnte das jetzt auch auslassen, aber ich gehe trotzdem hin um 11.30 Uhr und danach gibt es erstmal Mittagessen. Und 15 Uhr ist dann die ärztliche Aufnahme und 19.30 Uhr wäre Medikamentenausgabe. Ich habe ja meine Tinktur OP, habe ich ja noch. Die hätten das sogar sofort da gehabt. Ich habe so gesagt, naja, das habt ihr ja sowieso nicht direkt, weil ich es aus der Apotheke so kenne. Nee, haben sie da direkt da. Fand ich irgendwie krass. Ja, das ist erstmal so die Ankunft quasi. Ja, ich finde es wirklich, ich war letztes Mal ja sehr aufgeregt, das ist dieses Mal nicht gewesen, weil ich es halt schon kenne. Und ich bin damals aus dem Krankenhaus so gekommen, mehr oder weniger, ne? Und da lag da vielleicht ein Monat dazwischen und ich war so geprägt von dieser ewigen Krankenhauszeit, für mich lange Zeit, mit einfach noch ein paar anderen Leuten immer ständig im Zimmer und so. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier wieder sein wird. Und du hast ja hier dein Einzelzimmer und das ist halt so krass.
was du ja im Krankenhaus nur hast, wenn du irgendwie Privatpatient bist, und das bin ich ja nicht. Und von daher echt cool, ich habe jetzt nichts gegen Zimmernachbarn, wo auf Dauer ist halt irgendwann so, da bist du so, denkst du, Mann, ich will auch mal meine Ruhe haben. Deswegen ist es ganz cool hier, das ist halt wie so ein Hotelzimmer im Endeffekt, ja, so kann man es beschreiben. Ich zeige es jetzt gleich mal kurz und dann muss ich mich aber auch schon auf den Weg machen. Kurze Roomtour, Take 2. Ich hatte das eigentlich vorhin schon bei der Ankunft aufgenommen, aber es hat mir dann doch nicht so gut gefallen irgendwie. Hier nochmal ein ganz kurzer Blick aus dem Balkon raus. Jetzt sieht man natürlich nichts, da hinten ist eigentlich nur Wald. Oh, es wird jetzt ordentlich krisseln. Hier rum der 90er Jahre blaue Sessel. Mein Bett, top, einwandfrei, mehr braucht man nicht. Mein Tinktura Opi. Hier ist ein Fernseher, dafür musste man 20 bezahlen. Aber gut, ab und zu gucke ich dann doch mal Fernsehen. Internet musste man auch bezahlen. Weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Mein alter Rechner, uiuiui. Aber toi, toi, toi. Ja, Internet 29,95 für 30 Tage. Wobei, so lange bin ich gar nicht da. Aber ich brauche halt Internet, was soll ich machen? Hier mein Einkauf, den ich dann später gemacht hatte. Ein paar Sachen von zu Hause noch. Dieses Protein habe ich mir nur gekauft, weil es so eine kleine Box ist. Normalerweise habe ich ein anderes, aber das war mir viel zu groß. Aber das ist ganz okay. Das ist eine Eigenmarke, glaube ich, von Rossmann. Ein paar Schuhe, Schrank. Hier ist das Bad. Das ist echt ganz cool. Schöne Dusche. Ja. Was letztes Mal schon blöd war, ist, dass hier keine so eine richtige Kante ist. Dann läuft das Wasser hier so raus, aber naja, ist ein kleineres Übel. Duschgel hatte ich vergessen, musste ich mir jetzt auch neu kaufen. Selbst schuld. Na, hier noch ein paar Sachen. Spiegel. Bad Hair Day. Also insgesamt wirklich top. Man kann sich überhaupt nicht beschweren. Also ich jedenfalls nicht. Und hier werde ich meine nächsten 3 Wochen verbringen. So, mittlerweile gab es jetzt schon Mittagessen. Ich hatte Seelachs genommen. Man kann immer auswählen. Heute natürlich direkt ausgewählt und dann trägt man immer schon für den nächsten Tag ein, sodass die dann am nächsten Tag wissen, was sie für einen zubereiten sollen. Das ist echt cool. Man hat auch einen festen Sitzplatz, da wird man zugeordnet, wenn man im Speisesaal ist. Den Platz hat man dann auch immer und dann kommst du an eine Tischgruppe ran, wo halt andere auch schon sitzen, die schon etwas länger hier sind, sodass man sich dann da auch wiederum austauschen kann. Jetzt wurde noch nicht so viel gesprochen, das war beim letzten Mal auch schon so, das Eis muss erstmal durchbrochen werden. Vielleicht heute zum Abendbrot dann, 18 Uhr ist Abendessen. Von 7 bis 9 ist, glaube ich, Frühstück, 12 bis 13 Uhr ist Mittag und 18 Uhr ist Abendbrot bis, weiß jetzt nicht genau bis wann. Jetzt geht es mir auch schon wieder ein bisschen besser. Ich habe es echt gespürt, wie mir die Energie gefehlt hat, weil ich nichts gegessen hatte. Ja. Und jetzt bin ich unterwegs. Um 15 Uhr habe ich ja meinen ersten Arzttermin, also im Sinne von, dass ich mit dem Arzt spreche. Morgen ist ja die Chefarztvisite. Und jetzt bin ich aber noch unterwegs, weil ich jetzt kurz zu Edeka gehen will, um ein bisschen was zu trinken zu kaufen. Ich werde mir wahrscheinlich 2 so große Flaschen holen und die dann immer auffüllen. Mal gucken, oder weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Bevor ich da sozusagen in den Engpass, was das Wassertrinken halt anbelangt, ja. Also ich finde das irgendwie doof gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde es doof gemacht, dass sie es jetzt so machen müssen. Diese Wasserspender mit kleinen Flaschen, aber da rennst du ja hin und her. Früher hatte man wirklich diesen Wasserkasten. Aber das ist halt jetzt nicht mehr so. Ja, so ist es halt. Jetzt laufe ich, wie gesagt, zu dem Edeka. Es ist jetzt irgendwie 12.30 Uhr, glaube ich, oder kurz danach. Und werde da ein paar Sachen besorgen. Und dann geht es nachher zum Arztgespräch. Es ist wirklich wieder sehr schön, also alle sind sehr nett. Ich kann wirklich jedem empfehlen, wenn du mal vor einer Reha stehst, dann ist Rüdersdorf echt eine gute Alternative. Wir sehen uns nachher mal, wenn ich dann so in der Nähe vom Edeka bin. Hier mal der richtige Blick auf die Schleuse, wo ich vorhin angekommen bin. Und dann geht es ja hinten rum zur Klinik. Ja. Schon so echt schön. Jetzt gehe ich da rechts lang, lauf weiter runter. Eigentlich immer nur geradeaus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der Edeka ist, aber wird man schon finden.
Was ich auch noch loswerden wollte, ist, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ich diesmal ein Fahrrad bekomme und auch schwimmen gehen kann. Ich bin ja schon jahrelang nicht mehr schwimmen gewesen. Das wäre echt cool. Und ich hatte vorhin auch ein Gespräch gehabt beim Warten mit einer älteren Dame. Ich meine, klar, hier sind die meisten wesentlich älter. Und die hatte, das war krass, während ihrem Aufenthalt direkt irgendwie am Anfang, wie so ein Herzanfall mit so Herzrasen und so. Da dachte ich auch so, krass. Und das Gute war halt gewesen, dass sie direkt vor Ort war und einfach nur die Telefon, die Nummer wählen musste und natürlich direkt geholfen wurde. Aber dann war sie erst mal ein paar Tage auf der Intensiv sozusagen hier in der Klinik. Das ist natürlich unschön, aber wirklich, das ist natürlich perfekt. Also in dem Sinne, dass dir direkt geholfen wird. Also direkt nachts war das wann, weiß nicht wann. Und ich meine, sowas kann ja auch anders ausgehen. Bist du irgendwie alleine zu Hause und weiß ich nicht, schätzt es vielleicht falsch ein oder findest nicht direkt das Telefon, bist ja auch schon dementsprechend älter. Das ist schon krass gewesen. Das ist natürlich echt bitter, muss man wirklich sagen. Ja, hier sind wir jetzt mal oben auf der Schleuse. Da fahren dann die kleinen Boote durch. Ich habe das auch schon mal beobachtet. Hier. Nicht ganz cool. Hinten das Gewässer. Hier sind ja eh viele Gewässer. Ne? Mal einen Blick rein hier. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Weiß jetzt nicht genau. Hier fährt ja auch eine Tram, so eine ganz alte. Richtig cool. Vielleicht werde ich mal so zwischendurch immer so ein bisschen reinschneiden, was hier so kommt. Mal schauen. An der Kirche vorbei. Da ist diese Tram. Die werden wir auch noch öfters sehen. Und hier rechts rum müsste irgendwie so ein Rathaus sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja wie gesagt schon über ein Jahr her, dass ich hier war. Das ist so wie nennt man sowas? Hier, Rathaus auf jeden Fall. Halt ein Platz. Marktplatz. Nee, wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Echt schön angelegt. Hier kommen so Geschäfte und rechts rum müsste es dann eigentlich zu Edeka gehen. Da hinten ist ein altbekannter Lidl, das wusste ich auch noch. Habe jetzt vielleicht so eine halbe Stunde gebraucht, um hierher zu kommen. Und da in die Richtung jetzt zu Edeka. Hier ist halt auch so Neubauten mit älteren Gebäuden auch vermischt. Teilweise findet man richtig alte Gebäude, das werde ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen einfangen. Werde ja mal öfters unterwegs sein. Ist natürlich so, dass das Wetter halt leider nicht so entgegenkommt. Also es ist halt recht trüb und es ist natürlich auch schon recht früh dunkel. Und da bin ich ja teilweise dann noch oder oft halt auch noch in meinem Plan halt noch verwickelt. Mal sehen, wie man das gestalten kann, wie man das hinbekommt. Aber ich werde zwischendurch immer mal wieder spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder was auch immer. Und am Wochenende hat man ja sowieso frei, also größtenteils. Da kann man schon so ein bisschen was einfangen. Und hier ist so, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, eine Tram-Endstation. Also die fahren hier rein. Ich glaube, die werden hier auch in Stand gesetzt. Wie gesagt, die fahren hier wirklich mit so, hier sieht man es mal, so richtig alten Waggons. Aber wie nennt man das, ey? Mir fehlen manchmal die Worte, so richtig bekloppt. Straßenbahn, auch noch richtig alt. Straßenbahn. Auch von innen, vielleicht kann ich ja auch mal eine Fahrt machen. Habe ich damals auch oft genug gemacht. Immer so hin und her gefahren, auch mit dem Bus. Und da sind wir schon. Halt wirklich einer der Gründe, warum ich auch diese Kamera jetzt haben wollte. Wenn man sieht, man kann so entspannt das einfach machen. Das hätte mit der 60D niemals funktioniert. Einfach so wirklich easy rausnehmen, kurz anschalten, alles ready. Richtig cool. Ja, jetzt war ich kurz bei dem Edeka gewesen. Ein paar Reiswaffeln gekauft, ein bisschen Wasser, zwei Pepsi. Ich habe natürlich, blöd wie ich bin, mein Duschgel vergessen, obwohl ich es mir genau vorgenommen hatte. Alles andere habe ich dabei. Wieder gekauft und ein paar Bonbons, ja. Und jetzt ist auch schon wieder gut Zeit vergangen. Das heißt, ich muss mich jetzt sogar ein bisschen beeilen. Mit dem Fahrrad wäre das vielleicht eine Strecke von 10-15 Minuten gewesen. Zu Fuß brauchst du halt ein bisschen länger. Fahrrad ist schon cool. Jetzt kann man mal versuchen, dass ich das hier umdrehe. So. Ja.
Und hier nochmal Blick auf den schönen Platz hier. Das ist alles noch so ein bisschen unkoordiniert. So eine Art von Videos, wenn du halt, ja, es ist ja eigentlich oft so, dass ich mehr einfach Themen bespreche und weniger jetzt wirklich dieses spontane Vloggen, wenn man das jetzt mal so beschreiben kann. Habe ich auch schon gemacht, ne, zum Beispiel, weiß ich, BSR Ride oder so. Aber jetzt wirklich mal mit so einer Kamera einfach durch die Stadt zu laufen, in dem Sinne, wenn man es jetzt mal so nennen kann, und so ein bisschen dabei zu reden, habe ich noch nie gemacht. So, nee, weil es auch gar nicht richtig funktioniert. Wie gesagt, meine Kamera kommt ja mit dem Fokus auch gar nicht hinterher, also die alte Kamera. Das sollte ja jetzt einigermaßen besser sein. Und da sind wir schon wieder da, wo ich vorhin hochgelaufen bin. Ich weiß gar nicht, wie ich das gezeigt hatte. Hinter mir ist ja jetzt die Kirche. Und da geht es wieder runter. Richtung Schleuse und Richtung Klinik. Mal jetzt erstmal wieder Schluss. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar keine Ahnung, wie lang so ein Video jetzt wird. Wahrscheinlich mega lang. Aber okay. Und dann habe ich ja dann gleich das Gespräch mit dem Arzt. Und dann weiß ich auch mehr. Und dann werde ich mich nochmal melden. Und dann können wir das Video für heute beenden dann. Sowas zum Beispiel auch Schuh- und Stiefelfabrik von Albert Tanke. So richtig alt. Richtig cool. Oder hier auch so ein freies Gemäuer. Ja. Da sieht man auch, da sind einige Jahre schon drin. Vielleicht 100 Jahre, ich weiß es nicht. Das sind auch so alte Höfe dann. Hier diese Kacheln. Das ist doch, weiß ich nicht, 50er Jahre oder so, 60er. Hier, Konditorei und Kaffeebäckerei, 1888. Ja gut, dann haben wir ja mal eine Zahl. Schon krass. Hier ist die Haltestelle, wenn man dann rausfahren will, zum Beispiel. Einfach mal so einen kleinen Eindruck schon mal geben von der Gegend hier. Ne? Direkte Gegend. Und hier hinten kommt der kleine Plattenladen, wo ich damals reingegangen bin. Und ich mir dachte, wenn ich jetzt eine Rio Reiser Platte finde, dann kaufe ich die. Und klar, draußen standen so eine Boxen, habe ich eine gefunden. Und gehe so rein und er so, hallo, haben wir uns nett unterhalten. Und dann sage ich so, ich habe mir gerade so gedacht, wenn ich eine Rio Reiser Platte finde, dann kaufe ich die direkt. Und er so, okay, das hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Ich schätze dich eher so auf Hip-Hop ein. Ich so, ja, hast du recht, aber trotzdem muss man sich auch auf andere, oder kann man ja auch mal andere Musik hören, logischerweise. Da ist man ja nicht so engstirnig. War lustig, vielleicht gehe ich da mal wieder hin. Die Klinik hat auch einen eigenen Steg, wo auch dieser Dampfer anhält. Da werde ich auch mal runtergehen, aber die Tage dann. Und da ist auch richtig schön, kann man da sitzen. Im Sommer natürlich noch umso geiler. Ne? Aber und hier können die Leute auch mit ihren Booten ranfahren. Sieht man ja. Ich weiß nicht, in der Saison jetzt. Wahrscheinlich gar nichts los, vermute ich mal. Und da hinten, wenn man da rausgeht, kommt man halt auch zum Wasser. Klar. Man kann auch Boote ausleihen. Ich glaube, Tretboote und kleine Motorboote. Das wollte ich eigentlich im Sommer dann letztes Jahr eigentlich auch machen, aber irgendwie habe ich das nicht mehr geschafft oder bin ich dazu gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Hier natürlich auch noch so Restaurants und Fisch essen, was ich jetzt nicht machen werde. Ich habe ja das Essen in der Reha. Vielleicht werde ich mal unterwegs was essen, aber zur Ausnahme. Ja, der heutige Tag ist dann soweit erstmal durch. Ich war jetzt beim Arzt gewesen. Der war erstmal so ein bisschen verwundert. Der meinte so, warum sind Sie hier? Weil normalerweise ist es ja wirklich so, du kommst direkt eigentlich, also mehr oder weniger direkt nach der Krankenhausaufenthalt in die Reha, ne? Vielleicht einen Monat dazwischen. Bei mir war es jetzt wesentlich länger, da musste ich natürlich erstmal erklären, was da vorgefallen ist mit dem Einspruch hin und her. Da kann ich auch nichts dafür, dass es dann so lange dauert. Und dann ist man so langsam aufeinander zugekommen, in dem Sinne, dass er mehr verstanden hat, was sind eigentlich meine Probleme, was ist jetzt eigentlich so die Sache, ja? Was geht's. Und was ich richtig gut fand, das Gespräch wurde dann immer besser und ich konnte dann wirklich jetzt mal das so hinkriegen, dass ich halt diese sportlichen Aktivitäten machen darf. Wirklich von angefangen, von sogar so Wassergymnastik habe ich noch nie gemacht.
Jahr hat dann Laufbahn, habe ich damals schon machen können, das durfte ich machen. Aber auch so ein bisschen Gerätetraining, was ich jetzt mal ganz gerne mache und Laufen halt im Allgemeinen. Dann darf ich auch dieses Fahrrad ausleihen, das ist echt cool, um da auch mal ein bisschen ein paar Wege zu machen. Einfach da auch sportlich fitter zu werden. Ja, das hat jetzt ganz gut hingehauen. Ich muss weniger diese Ernährungsgeschichten mir anhören, weil ich gesagt habe, ich weiß eigentlich jetzt alles soweit. Klar, man ist nie hundertprozentig alles allwissend, aber die Sachen, die Sie da erzählen, sind wahrscheinlich dieselben, wie Sie damals schon erzählt haben. Und dieses Grundwissen habe ich auf jeden Fall. Damals, wie gesagt, hat mir das was gebracht, auf jeden Fall. Aber das muss ich mir jetzt nicht auch unbedingt reinziehen, weil dann kann ich die Zeit für was anderes nutzen. Ne? Und es gibt aber natürlich auch ein paar Pflichtdinge, die auch die Rentenversicherung zum Beispiel will. Ja? Da geht es dann darum, sich diese chronischen Erkrankungsvorträge und weiter reinzuziehen. Ist ja gar kein Problem. Ja, ist ja nach wie vor interessant, auch wenn man natürlich ein anderes Wissen hat. Damals habe ich natürlich nicht so viel gewusst. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang dieses Video ist, vielleicht ewig lang. Ich weiß auch gar nicht, wie es zusammengebaut ist. Das war jetzt einfach mal so ein Versuch. Ich möchte natürlich auch weiterhin dann so ein paar Sachen einfangen und die Tage so ein bisschen beschreiben, wie was so passiert. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal. MK ist raus.